Hey meine neugierigen Freunde, die Antarktis ist im Grunde der große Außenseiter aller Kontinente. Kein anderer Kontinent tanzt so aus der Reihe. Eiskalt, lebensfeindlich und weit abgelegen im Nirgendwo. Ich durfte diesen unbewohnten Ort dieses Jahr besuchen und er hat meine Faszination geweckt. Dort ist alles noch so wie vor Millionen von Jahren, unverändert. Und genau deshalb ist die Antarktis auch einer der besten Orte für spannende Entdeckungen. Im Jahr 2006 entdeckten Forscher unterhalb der 1,5 Kilometer dicken Eisdecke eine gigantische Anomalie von 320 Kilometern Durchmesser, unterhalb einer gewaltigen 480 Kilometer großen Ringstruktur. Was ist das? Warum diese Anomalie unsere Erdgeschichte erklären könnte, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn du dich für Wissenschaft interessierst, abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleib dran. Habt ihr gewusst, dass die Gravitation nicht überall auf der Erde gleich groß ist? Ungleiche Massen- und Dichteverteilungen in der Erdkruste erhöhen oder verringern lokal die Schwerkraft. Wenn ein Mensch aus Deutschland beispielsweise Urlaub in Südindien macht und sich dort auf die Waage stellt, dann darf er sich nicht freuen, dass er abgenommen hat. Nein, er ist dort leichter aufgrund der geringeren Schwerkraft. Diese ungleiche Verteilung der Gravitation auf der Erde lässt sich messen. Das wird unter anderem dafür verwendet, um Lagerstätten mit geologisch interessanten abbaubaren Materialien abweichender Dichte zu finden, zum Beispiel Salz. Gravitation ist dort höher, wo die Erdkruste dichter ist. Und das passiert beispielsweise dann, wenn ein großer Meteorit in die Oberfläche einschlägt. Der Aufprall treibt dichteres Erdmantelmaterial in die Erdkruste und erstarrt dort. Die Dichte unterhalb des Einschlagskraters wird dann höher. Diese Schwereanomalien werden als MASCON bezeichnet. Das ist die Abkürzung für Mass Concentration. Die erhöhte Dichte führt auch zu einer Erhöhung der Schwerkraft in diesem lokalen Bereich. Fällt eine solche Anomalie mit der Oberflächenstruktur eines Einschlagskraters zusammen, kann man sich sehr sicher sein, dass an dieser Stelle ein großer Meteorit eingeschlagen ist. Vor allem auf dem Mond lassen sich häufig solche Phänomene messen. Denn wie wir den Mond kennen, besitzt er keine Atmosphäre und demnach unglaublich viele Einschlagskrater von Meteoriten. Ralf von Frese, Professor für Geowissenschaften an der Ohio State University, entdeckte mit seinem Team genau solch eine Schwerkraftanomalie im Jahr 2006 mit Hilfe der GRACE-Satelliten in der Ostantarktis, unter einer 1,5 Kilometer dicken Eisdecke. Sie besitzt einen Durchmesser von 320 Kilometern und befindet sich genau unterhalb einer gigantischen 480 Kilometer großen Ringstruktur. Das ist halb so groß wie ganz Deutschland. Für die Forscher war das ein entscheidender Hinweis darauf, dass dort einst ein unfassbar großer Meteorit eingeschlagen haben muss. Laut den gewonnenen Daten muss dieser mehr als 45 Kilometer groß gewesen sein. Das ist mehr als viermal so groß wie der Chicxulub-Meteorit, der für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich gewesen sein soll. Wenn nun also solch ein gewaltiger Meteorit einmal auf der Erde eingeschlagen haben soll, dann muss er verheerende Auswirkungen gehabt haben. Noch viel verheerender als der Chicxulub-Einschlag. Die Erde ist geologisch sehr aktiv, das heißt, solche Schwereanomalien durch Meteoriteneinschläge würden im Laufe der Zeit wieder verschwinden. Diese in der Antarktis wird wohl in weiteren 500 Millionen Jahren verschwunden sein, sagt Ralf von Frese. Die Tatsache, dass die Schwereanomalie in der Antarktis noch da ist, deutet aufgrund der geologischen Geschichte dieser Region darauf hin, dass der Krater etwa 250 Millionen Jahre alt sein muss. Und tatsächlich passt das Alter dieses Antarktiskraters, der als Wilkeslandkrater bezeichnet wird und den größten Einschlagskrater auf der Erde darstellt, mit dem bisher größten Massenaussterben der Erdgeschichte vor etwa 250 Millionen Jahren zusammen, der sogenannten Perm-Trias-Grenze. Es ist immer noch ein großes Rätsel, warum damals mehr als 90% aller Tier- und Pflanzenarten im Ozean und 70% aller Landlebewesen ausstarben. Das zeigen klare Übergänge im Erdgestein und das anschließende Fehlen von Fossilien von zuvor artenreichen Lebewesen. Der Einschlag eines solch gewaltigen Meteoriten hätte eine derart lebensfeindliche Umwelt geschaffen, dass damit dieses Massenaussterben erklärt werden könnte. Ein weiterer Hinweis für diesen gigantischen Einschlag ist die Tatsache,
dass mitten durch den Krater ein Riss verläuft. Und zwar einer, der zur Abbruchkante des damaligen Australien führt. Vor etwa 100 Millionen Jahren brach der heutige australische Kontinent vom damaligen Superkontinent Gondwana ab und driftete nach Norden. Für die Forscher ist das ein starkes Indiz dafür, dass der Einschlag diese Spaltung mit verursacht haben könnte. Seit ihrer Entdeckung wird die Antarktis-Anomalie weiter untersucht, da eine Bohrung durch die 1,5 Kilometer dicke Eisdecke jedoch zu aufwendig und kostenintensiv wäre, versuchen die Forscher unter anderem nach verräterischen Gesteinen an den Küsten Ausschau zu halten, die durch Gletscherbewegungen und Schmelzwasser möglicherweise aus dem Krater gespült worden sind und Aufschluss geben könnten über den größten Einschlagskrater der Erde. Übrigens, der Chicxulub-Krater ist nicht der zweitgrößte Krater auf der Erde. Er ist mit 180 Kilometern Größe nur auf Platz 4. Der zweitgrößte und gleichzeitig einer der ältesten Krater der Erde ist der 300 Kilometer große und 2 Milliarden Jahre alte Redford-Krater in Südafrika. Sollte es zur Antarktis-Anomalie irgendwann Neuigkeiten geben, dann erfahrt ihr es hier bei Neugierzone. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat dieses Thema gefallen, klickt gern den Like-Button und ich danke auch meinen Patreons, ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.